Because always we say our confessions of faith are very, very important. You need to believe and you need to confess. Because whatever you confess has power. And therefore we declare that our victory is in Jesus Christ. We are not failures, but we are victorious. We are not losing, but we are winning. Tell your neighbor, we are winning. We are born to win. We are born to succeed. Jesus. Hallelujah. Amen. Give a shout, amen, and give the Lord a shout of praise. Amen. Hallelujah. Amen. And today, as I'm going to minister, I'm going to start with a question. Ich möchte heute anfangen mit einer Frage. Where were you born? Wo wurdest du geboren? Is your birthplace important to you? Ist dein Geburtsort dir wichtig? Is your birthplace important to you? Ist dir dein Geburtsort How important wichtig? Is your birthplace to you? Wie wichtig ist dir dein Geburtsort? Now my topic today is your birthplace does not determine your destiny. Meine Überschrift heute ist dein Geburtsort bestimmt nicht dein Schicksal. God spoke this in my heart this week as I was praying and meditating about about the birth of Jesus. Gott hat es zu mir gesprochen, als ich über die Geburt Jesu nachgedacht habe. And I want us to go to the book of Luke, chapter 2, verse 6. Ich möchte, dass wir Lukas Kapitel 2, Vers 6 aufschlagen. This is the story about the birth of Jesus. Es ist die Geschichte von der Geburt Jesu. You know, before a child is born, the parents they usually prepare for the birth of the child. Bevor ein Kind geboren wird, bereiten sich die Eltern vor. And I believe that in one or another, und ich glaube auf irgendeine Weise, that Joseph and Mary prepared for the birth of Jesus Christ. Dass sich auch Josef und Maria sich auf die Geburt vorbereitet. Maybe they even prepared for a place that Jesus was going to begin the birth to. Vielleicht haben sie sogar einen Ort schon vorbereitet, wo sie die Geburt haben würden. But from experience we realize that sometimes things does not happen the way we planned. Aber aus Erfahrung wissen wir, manchmal geschehen die Dinge nicht so, wie wir es geplant haben. In Luke chapter 2, in Lukas Kapitel 2, Vers 6, it says, so it was that while they were in Bethlehem, the days were completed for her to be delivered, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. The time had arrived for Jesus to come to the world. Es kam die Zeit, dass Jesus geboren werden sollte. The time had arrived for him to be born. Die Zeit war gekommen. And it happened, this time arrived when they went to register themselves in Bethlehem. Und es ist so geschehen, dass diese Zeit genau dann kam, als sie nach Bethlehem gehen mussten. It was important for them to register themselves. Es war wichtig für sie, dass sie sich zählen lassen sollten. As a Kenyan, when I came to Germany, als ich als Kenianer nach Deutschland kam, they told me, sagten sie mir, that it's important that I register myself with the Kenyan embassy in Berlin. Dass ich mich bei der Botschaft, der kenianischen Botschaft in Berlin registriere. And I did that. Und ich habe das getan. I don't know how it happens in other countries. Ich weiß nicht, wie das geschieht mit anderen Ländern. But I believe it's the same. Ich glaube, es ist dasselbe. They require that you register to in your embassy. Man muss sich bei der Botschaft registrieren lassen. And the benefit of it, when something happens, then your government can step in and see how they can help you. Das, they know where to find you. Das Gute daran ist, deine Regierung weiß dann, wo du gerade bist und wie sie dir helfen können. But at this time, aber in dieser Zeit, they went to Bethlehem, sind sie nach Bethlehem gegangen, to register themselves. That is Joseph and Mary. Um sich, also Maria und Josef ließen sich dort schätzen. At that particular time, und zu dieser bestimmten Zeit, it was time for Jesus to be born. Wurde bei der Zeit gekommen, dass Jesus geboren werden sollte. And when you read this story, you realize that it caught them unprepared. Und wenn wir das lesen, sehen wir, dass es unerwartet war. Because they went to look for a room
in an inn. Denn sie suchten nach einer Herberge. And there was no place. Aber es gab keinen Platz. Have you ever gone to a place? Warst du schon an einem Ort? Maybe you've traveled with your family. Vielleicht bist du mit deiner Familie gereist. And they're looking for a place to stay. Und du hast nach einer Herberge gesucht. And everywhere you go, they tell you there's no room. Aber jedes Mal sagen sie dir nur, es gibt keinen Platz mehr. There's no room. Es gibt keinen Platz. I can't imagine as a man what I'm going to do. Ich weiß nicht, was ich dann tun würde. When my wife Mitzi is pregnant. Wenn meine Frau schwanger ist. Not just a pregnant, heavily pregnant. Nicht nur einfach so schwanger, sondern hochschwanger. And then you go to a certain place. Und dann kommen wir an einen Ort. And then they tell us there is no room. Und sie sagen uns, es gibt keinen Platz. I can't imagine what I do. Ich kann mir diese Situation gar nicht vorstellen, wie ich reagieren würde. But you see, Joseph and Mary were encountered with such a situation. Aber wir sehen, Josef und Maria waren genau in solch einer Situation. And it says that there was no room for them. Und sie sagten, es gab keinen Platz für sie. And Jesus was born in a manger. Und Jesus wurde in einer Krippe geboren. He was born in a stall. Er wurde in einem Stall geboren. Ja, genau. And the Bible says that Mary took some clothes and wrapped Jesus. Und die Bibel sagt, Maria wickelte ihn in Windeln. And he was laid in a manger. Und er wurde in eine Krippe gelegt. Yeah. Imagine, Jesus is the only king. Stell dir vor, Jesus ist der einzige König. Documented. Von dem dokumentiert wird. That was born in a stall in a. Dass der König in einem Stall geboren wurde. Er ist der einzige König. Is the only one we read about. Er ist der einzige, von dem wir sowas lesen. That was born in a place where animals. Der dort geboren wurde, wo andere Tiere leben. Now, I didn't want to say that he was born in a manger. Ich wollte nicht sagen, dass er in einem Stall geboren wurde. Okay, the definition of a manger die Definition eines is an open box which food for animals is placed. Ist eine Box, in dem das Essen für die Tiere gelegt wird. And that's where Jesus was laid. Und da wurde Jesus hineingelegt. In a box where the farmers put food. In eine Box, in das dem dieses Essen gelegt wurde. That's where Mary put Jesus. That's where he laid Jesus. Da hat Maria Baby Jesus hineingelegt. I can imagine. Und ich kann mir vorstellen. How they were removing the food of the animals. Wie sie zuerst das ganze Essen herausholten. To prepare the place. Um das diesen Platz vorzubereiten. Where they can lay the child. Damit sie das Baby da reinlegen können. And the Bible records und die Bibel erzählt, that in a stall, dass in einem Stall, in a manger, in einer Krippe, is the birthplace of Jesus. Der Geburtsort Jesu war. Have you realized in our IDs and passports? Hast du erkannt in unseren Personalausweisen? Our birthplace, the place we were born, is indicated. Ist immer unser Geburtsort angegeben. For example. I'm now officially in German. Ich bin zum Beispiel offiziell ein Deutscher. I'm carrying a German ID. Ich habe einen deutschen Personalausweis. I'm carrying a German passport. Ich habe einen deutschen Reisepass. When I meet with a white man. Wenn ich einen weißen Menschen treffe. And that's what nationality do you hold? Und die fragen mich, welche Nationalität gehöre ich an? I will say I'm Deutsche, Schokoladendeutsche. Dann sage ich, ich bin ein Schokoladendeutscher. Und dann schaut mich Manfred an und sagt, du bist Deutscher? Er heißt Manfred, how does a German look like? Wie sieht ein Deutscher aus? But, aber, when I stand up, wenn ich dann stehe, where were you born? Wo wurdest du geboren? Manfred was born in Essen in Germany. Manfred wurde in Essen in Deutschland geboren. So in your ID and in your passport, it's indicated that you are born in Germany. Also steht auf deinem Ausweis, dass du in Essen geboren wurdest. So that's the only difference me and Manfred we have. Das ist der einzige Unterschied, den Manfred und ich haben. Okay, he's I don't know. I call myself Chocolate. What do you call yourself?
Ich nenne mich Schokolade, wie nennst du dich? Milchbrot. He called himself Milchbrot and Milchbrot. I call myself chocolate. Ich nenne mich selber Schokolade. So these are the two differences we have between us. Das sind zwei Unterschiede. But another difference is, aber ein anderer Unterschied ist, when he removes his passport and ID, wenn er seinen Ausweis wegnimmt, it indicates that he was born in Germany, in Essen. Dann steht da auch, dass er dort in Essen geboren wurde. When I remove my ID and my passport, und wenn ich meinen Ausweis herausfolge, it indicated that I was born in Nairobi, Kenya. Dann steht da drin, dass ich in Nairobi, Kenya geboren wurde. That was my birthplace. Das war mein Geburtsort. In fact, I was born in a place called Pumwani Maternity Hospital. Ja, in diesem wunderbaren Krankenhaus. The people, my age mates, und die Leute, die in meinem Alter sind, who are born in Nairobi, die auch in Nairobi geboren wurden, most of us were born in this maternity hospital. Und die meisten von ihnen wurden in diesem Krankenhaus geboren. Because it's one of the eldest maternity hospitals in Nairobi. Denn das ist eines der ältesten Krankenhäuser dort. So that is my birthplace. That is where I was born. Also da wurde ich geboren. My children, meine Kinder, they are born in Germany. Wurden in Deutschland geboren. When they were small, und als sie klein waren, I was proud when they say, "Oh, I say which nationality?" And they say, "Might you say I'm a Kenyan because my father is a Kenyan?" Und da war ich so stolz, dass sie klein waren und gesagt haben, sie seien Kenianer. And there's a time men will say, "Oh, I'm a Filipino because my mother is a Filipino." Und dann sagte Mike, ich bin ein Filipino, weil ich eine Mutter. And I told Mac, "You are my son, I am your father, so you are a Kenyan." But now, they say we are Germans. They're telling me we are Germans. Why are you German and your mother is Filipino and your father is a Kenyan? By the way, you realize, as much as us parents, so sehr wie wir Eltern, we would like our children to identify themselves with Philippines and Kenya. Uns wünschen würden, dass sie sich mit unserer Nationalität identifizieren. They identify themselves more with Germany. Identifizieren sie sich mehr mit Deutschland. They are born here. Weil sie hier geboren sind. They have been raised here. Weil sie hier aufgewachsen sind. They love the nationality of here. Weil sie die Nationalität haben. They know more people than here than. Back home. Sie kennen hier viel mehr Menschen als dort in unseren Heimatländern. This is their birthplace. Das ist ihr Geburtsort. And you know, your birthplace is where you belong. Your birthplace gives you your identity. Und dein Geburtsort gibt dir deine Identität. So they say, because I've been born here, weil sie sagen, ich wurde hier geboren, I belong here. Gehöre ich auch hier. This is where my identity is. Da gehöre ich hin, da ist meine Identität. Amen. Your birthplace and your identity is important. Deine Geburtsort und deine Identität. But as believers, we need to remind ourselves. Aber als Glauben, wir müssen uns immer daran erinnern. This world is not our home. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. As much as we have different nationalities, so wie wir auch verschiedene Nationalitäten haben, our home is in heaven. Ist unser Zuhause im Himmel. We are the children of God. Die Kinder Gottes. We are born of God. Wir sind geboren. We are born of God. We are born afresh. We've been born of God. Wir sind erneut geboren von Gott. Amen. Amen. Tell me when you're done. Our birthplace. Und unser Geburtsort. Is where we belong. Da gehören wir hin. I've watched many documentaries. Ich habe viele Dokumentationen gesehen. Okay, because I come from Africa, so I've watched a lot of African documentaries. Ich schaue mir gerne Dokumentationen über Afrika an. Where pregnant women they wanted to go, let's say, to America. Wo schwangere Frauen nach Amerika gehen wollen. And do you know, as a woman, when you are pregnant, you need a certain time in your pregnancy. Und als schwangere Frau, wenn du an einem bestimmten Zeitpunkt kommst in der Schwangerschaft, you are not allowed to fly. Hast du keine Erlaubnis mehr zu fliegen. And that document
documentaries. Und es gibt Dokumentationen. Where ladies, they even got the, for example, an American visa, a Canadian visa. Und es gibt eine Dokumentation über diese Frauen, die sich ein Visum holen für Amerika oder Kanada. And when they're just about to give birth. Und kurz vor der Geburt. They're ready to fly. They pay the plane and bought the ticket and are ready to fly to America or to Canada. Sind sie bereit, ins Ausland zu fliegen? But when they reach the airport, und wenn sie dann aber an den Flughafen kommen, they were stopped. Wurden sie aufgehalten? Why? Wieso? Because in America and in Canada. Denn in Amerika und in Kanada. When you give back there. Wenn du dort ein Kind wärst, the child automatically. Dann wird das Kind automatisch ein Amerikaner oder ein Kanadier. Even when both parents are foreigners. Auch wenn die beiden Eltern aus einem anderen Land kommen. Even when both parents are foreigners. Auch wenn die anderen Eltern aus einem anderen Land kommen. In Germany is different. In Deutschland ist es anders. In Germany is different. In Deutschland ist es anders. Germany is not like America. Germany is not like Canada. Deutschland ist nicht so wie Kanada oder Amerika. My children were born here. Meine Kinder wurden hier geboren. Make and match. By the time they were born, I was still holding a Kenyan passport. Als meine beiden ersten Kinder geboren wurden, hatte ich immer noch den kenianischen Pass. And I wanted them to hold a German passport. Ich wollte aber, dass sie den deutschen Ausweis kriegen. And I applied. Und ich habe mich dafür beworben. And they say you don't qualify. Aber sie sagten mir, du qualifizierst dich dafür. They don't qualify to get a German nationality. Sie haben keine Qualifikation dafür. And I said, why? Because they're born here. Und ich fragte aber, wieso? Sie sind doch hier geboren. And they said, yes, by the time they were born, the parents were not German. Sie sagten aber, in der Zeit, in der sie geboren wurden, waren die Eltern noch keine Deutschen. So, they had to wait. Deswegen mussten sie warten. But, aber, the time Maxi was born, als Maxi geboren wurde, we had already, we're in the process of receiving our national, German nationality. Haben wir in dem Prozess, unseren deutschen Ausweis zu bekommen. We're already here more than 8 years. Wir waren hier schon mehr als 8 Jahre. So Maximilian automatically became a German. So konnte Maximilian automatisch Deutscher werden. He was the first German in our home. Er war der erste Deutsche in unserem Haus. I used to tell my wife. Ich habe meiner Frau gesagt. That I'm thinking like Max. Ich denke wie Maxi. That when we sit down as a family. Wenn wir uns zusammensetzen als Familie. Maxi looks at us. Schaut uns Maxi an. Und sagt, ah, Ausländer. Ja, Ausländer. He looks at us and says, all you are foreigners. But you see, the others they had to wait. Die anderen mussten warten. But because. No, in other nations like America, when you're born there, you automatically become a citizen there. Also in diesen Ländern wie Amerika und Kanada wird man automatisch ein Bürger. Something that is different with America and here in Germany. Ein Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist. In America, if you're a foreigner. Wenn du dort ein Ausländer bist, if you are born in your country, und wenn du in deinem eigenen Heimatland geboren bist, and you later become an American, aber wenn du danach ein Amerikaner bist, according to the law, dann nach dem Gesetz, you cannot become the president, kannst du nicht der Präsident werden, you cannot become the vice president, du kannst auch nicht der Vizepräsident werden. The law says, das Gesetz sagt, that somebody vying for presidency and somebody vying for vice presidency, jemand, der sich bewirbt um die Präsidentschaft, has to be a born American. Muss in Amerika geboren sein, um solch ein Amerikaner. When Obama was vying for president, als Obama sich beworben hatte, there were theories that he was not born in Hawaii. Gab es einige Theorien, dass er nicht in Hawaii geboren wurde, that he was born in Kenya, sondern dass er in Kenia geboren wurde. So people spread this news. They wanted to disqualify him. So haben Menschen diese Nachricht verbreitet und wollten ihn dadurch abhalten. They wanted to disqualify him from the presidency. Sie wollten aufhalten, dass er nicht Präsident wird. Now you know in life there are people who rise up to try to disqualify. Es wird im Leben Menschen geben, die aufstehen, um dich davon abzuhalten. But aber the good thing is, das Gute ist, God has plans. Gott hat Pläne für dich. And no matter what people do, egal was Menschen tun, when God
bestimmt hat, dass du Tages und Wissen zu haben. Amen. Your birthplace does not determine your destiny. Dein Geburtsort bestimmt nicht dein Schicksal. Amen. It doesn't matter where you're giving birth to. Es ist egal, wo du geboren wurdest. Maybe you are giving birth in a slum. Vielleicht wurdest du in einem Slum geboren. Actually, in our language, when you tell it us now, wenn wir das heute bestimmen, das Wort, you can say sort of Jesus was born in a slum. Können wir eigentlich sagen, dass Jesus in einem Slum geboren wurde? How many of us have ever been to a slum? Wer von uns war schon mal in einem Slum? I've been to a slum before. Ich war schon mal in einem Slum. And the slums that I've been in Kenya. Und die Slums in Kenia, in denen ich war. You find the sleeping room is here. Wir sehen, dass der Schlafplatz hier ist. And the next place is the stall where the animals live. Und der nächste Platz ist der Stall. So it's sort of there is no space, so people live together with animals. Es gibt da keinen Platz, deswegen leben die Menschen mit den Tieren zusammen. But no matter where you were born. Aber egal wo du geboren wurdest. God can raise you up out of it. Gott kann dich daraus erheben. And God can take you places. Und er kann dich zu Orten bringen. God, you might have been born in a slum. Du wurdest vielleicht in einem Slum geboren. But God can do something great out of your life. Aber Gott kann etwas Großartiges tun aus deinem Leben. Can I hear amen? Amen. 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 Jesus, the King, was born in a manger. He was born in a slum. Jesus, der König, wurde in einem Stall geboren. Amen. Let's just read this verse again, so we just see exactly what it says in this version. Verse 6. And while, glimpse that from verse 4. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the household and lineage of David, to be registered in Mary, the betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son and wrapped her in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seiner vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. They had no place to live in. Denn sie hatten keinen anderen Raum in der Herberge. So his birthplace, also sein Geburtsort, was in Bethlehem, war in Bethlehem, in the animals, in einem Stall von Tieren. That's where he was born. Da wurde er geboren. That was his birthplace. Das war sein Geburtsort. I just mentioned the example about how they do it in America. Ich habe euch da das Beispiel von Amerika gesagt. I was trying to read some forums how it works in Germany. Ich wollte herausfinden, wie es hier in Deutschland funktioniert. And I realized, actually, you know, people use this term that America is the place of opportunity. Viele Menschen sagen, Amerika ist der Ort der Möglichkeiten. But in real sense, aber eigentlich, when I make comparisons, wenn ich mir den Vergleich anschaue, I think Germany is a place of opportunity. Dann glaube ich, dass Deutschland der Platz oder der Ort der Möglichkeiten ist. Because in America, if you're not born in America, you cannot be president, you cannot be vice president. Denn in Amerika kannst du kein Präsident werden, wenn du nicht dort geboren wurdest. But I realize in Germany it's not like that. Aber hier in Deutschland ist es nicht so. Actually, I was reading some documentaries and I realized some presidents and some chancellors, they were not even original Germans. Aber ich habe gelesen, dass es hier auch Präsidenten gab, die nicht hier geboren wurden und nicht so Deutsche waren. But the good thing is. Aber das Gute ist. For us who believe, no matter where you are born, egal wo du geboren bist, in which hospital were you born? Why are you in that one? Yes. No, you were born in that one. So you are Christian in that one. Yeah. Me, I adopted religious education. Jesus, being laid in a manger, did not come.
did not stop the counsel of God, did not stop the purpose of God. Nur weil Jesus in einem Stall geboren wurde, hat das nicht Gottes großen Plan aufgehalten. Amen. Amen. Where you are born, da, wo du geboren wurdest, is not going to stop the plan of God. Dein Geburtsort wird nicht Gottes Plan aufhalten. The situation we are in right now, die Situation,